Und damit hallo und herzlich willkommen zur Vollversion von ARMS. Ungefähr seit 2 Wochen ist es her, dass wir die Global Test Punch gezockt haben. Und das fand ich schon mega geil. Und ja, seit Freitag ist die Vollversion draußen. Ich konnte es leider genau nicht am Release-Tag holen. Ja, in den Läden, wo ich war, gab es leider nicht. Deswegen, ja, habe ich noch schnell spontan entschieden, es mir dann doch aus dem eShop herunterzuladen. Ja, dafür sind zwar 2,2 GB, war jetzt wieder verbraucht. Toll, danke. Ja, ich weiß nicht, wie das dann wieder bei der Retail-Version aussehen wird. Ich denke mal wieder etwas weniger. Habe ich bei Zelda gesehen. Der Download-Teil war 14 oder 15, 16 GB oder so. Und Retail waren gerade mal nur 200 Megabyte oder so. Aber ist auch egal. Wir haben endlich die Vollversion. Und ja, wir legen los mit den Grundlagen. Und ja, ich habe schon privat gezockt. Und ja, neben Master Marby wird mein neuer Main auf jeden Fall Kid Cobra sein. Ich finde ihn schon mega geil. Na, nicht ganz. Ich will die passende Farbe wählen. Die gefällt mir. Die hier. Weil jetzt weiß ich wenigstens endlich, wie man die Farbe ändert. Also für die Leute, die es nicht wissen, drückt am besten vom linken Joy-Con den Stick rein und dann in die gewünschte Richtung. Also wenn ihr jetzt auch zum Beispiel, wie jetzt ich, Kid Cobra nimmt und die Farbe haben wollt, dann drückt den vom linken Joy-Con den Stick rein und dann nach unten. Ne? Mehr ist es nicht. So halt als Beispiel für die Leute, die es halt nicht wissen. Und so könnt ihr das halt bei jedem Charakter machen. Hallo, die Arms, die Joy-Con-Controller so, dass die Daumen nach oben zeigen. Ja, ich bin gerade in einer anderen Formation drin, aber gut. Willkommen bei Arms, beginnen wir mit den Grundlagen. Drücke L und R, mach ich. Hab ich. Zum Bewegen. Ich bin gerade mit Joy-Con-Grip, aber, na geh, gut, dann mache ich sie halt raus, okay. Wurde wahrscheinlich nicht angenommen, okay, dann mache ich halt Bewegungssteuerung, gut. Ist kein Ding, ich komme damit besser klar. Aber ich habe auch mal mit der Joy-Con-Halterung mal gezockt. Mittlerweile geht's, nur der Anfang war ein bisschen scheiße. Ja, Erinnerungen an Global Test Punch Part 2. Sprint mit L, alles klar, auf jeden Fall. Da gehen wir nochmal komplett alles durch, weil wir kennen uns ja noch aus. Gehen wir das komplett durch und dann, ja. Hat auf jeden Fall zugeschlagen mit den Joy-Cons. Perfekt. Aber ich muss sagen, also ja, hier nochmal drehen und so, je nachdem halt hier, um die Arms zu manipulieren, nenne ich es jetzt mal. Ja, halt grab und dann, ja, alles klar, genau. Leichtes Spielchen eigentlich. Ja, dann noch in Deckung gehen, also im Block quasi, so nenne ich es immer. Spezialangriff ist eigentlich auch ganz klar, ZL oder ZR und dann so schnell wie möglich halt ein bisschen zuschlagen, wenn man halt auch mal treffen könnte. Ja, genau. Ja, man sollte halt schon auch treffen, sonst geht's halt nicht weiter mit dem Tutorial. Ist ja klar, ne? Bereit, dann lass uns einen richtigen Kampf versuchen. Drücke L und R. Mach ich. Darf ich jetzt in der Joy-Con-Halterung mal spielen, wenn das geht? Warte mal, ich steck die jetzt einfach mal so rein. Mal schauen, ob es annimmt. Sonst hat es auch immer funktioniert. Jetzt vielleicht, zufällig. Ich versuch's einfach mal. Also meine perfekte Kombination mit Kid Cobra ist auf jeden Fall Aromander und Flammenhydra. Manchmal wechsle ich auch beim rechten oder linken Arm mal zum Frosserang. Das geht eigentlich auch. Aber bei? Ja, ich nehme das mal. Ich nehme das mal. Jetzt vielleicht mit der Joy-Con-Halterung. Okay, perfekt. Weil hier läuft es ein bisschen anders ab. Ab der Joy-Con-Halterung. Auf jeden Fall ist es dann so, ihr müsst mit dem linken Stick, also vom linken Joy-Con dieser Stick halt bewegen, dann mit X springen, mit dem rechten Arm halt auf A drücken, mit dem linken Arm auf B, Grab ist auf jeden Fall A und B gleichzeitig drücken und jetzt habe ich das auch wenigstens herausgefunden oder so, dass man die Arms trotzdem ab der Joy-Con-Halterung auch selbst steuern kann, also müsst ihr halt, kommt zum Punkt. Dann müsst ihr halt einfach euer Stick auf der linken Seite mal mit dazu bewegen. Dann könnt ihr eure Arms dann trotzdem mit bewegen, für die Leute, die es halt nicht wissen. Aber ja, gut, auf jeden Fall. Ja. Ich habe so schon das Bedürfnis, dass das Let's Play nicht so groß sein wird, weil so viel
Arms bietet schon, würde ich jetzt mal so sagen, recht viel, aber als Let's Play dann doch nicht so, weil es ist ja eigentlich nur das Grand Prix und mehr ist da eigentlich gar nicht vorhanden, wenn man das eigentlich so nennen kann. Okay, vielleicht noch ein bisschen online oder so, dann halt schon, ja. Aber sonst so generell kannst du es eigentlich vergessen, also ich... Mal schauen. Hoffentlich wird das nicht so schnell beendet. Das Let's Play, das wäre schön. Und ja, ich könnte ja mal den Spezialangriff mal ausführen. Der Spezialangriff ist außerdem ab der Joy-Con-Halterung. Ja, ich nenne es gerne ab der Joy-Con-Halterung, weil... Ja, man macht es ja sonst mit Bewegungssteuerung und vielleicht dann noch mit Pro-Controller. Aber, wie gesagt, bis jetzt habe ich noch keinen. Ich hatte mir vor, noch einen zu holen, aber bis jetzt komme ich noch mit dem Joy-Con Clip sogar recht gut klar. Also ich habe da keine Probleme. Jetzt werde ich gepistet, Alter. Mein Gott. ist zwar nur ein Botkampf, aber trotzdem. Ich sollte mich mal ein bisschen hier... Gut. Vernichtet. Auf jeden Fall. Perfekt. So muss das ablaufen. Aber ich komme mit Kitrop, guck mal, sogar ganz gut zurecht. Versprecher sind wieder vorhanden. Nice! Daumen hoch dafür. ja. Da haben wir es auf jeden Fall durch und wie gesagt, es hat schon viel zu bieten, abends. Also wenn man es jetzt normal privat zockt. Aber jetzt für ein Let's Play, vielleicht eventuell ein Grand Prix so ein, zwei Mal, weil es gibt nur 10 Kämpfe. Kann man mit jedem Charakter halt mal ausführen, wie man halt will. Da gibt es halt noch Schwierigkeitsstufen. Wenn man den Grand Prix bei Stufe 4 halt geschafft hat, wie jetzt dieses Beispiel, gewinne den Grand Prix mindestens auf Level 4, um Ranglistenkämpfe freizuschalten. Bin mal gespannt, wie das dann ablaufen wird. Und Freunde halt normal, lokal ist halt... Ja, kennt jeder, also müsste ich das jetzt nicht nochmal detaillierter mal erklären. Hilfe ist halt, ja, ist nochmal alles erklärt auf jeden Fall. Spielsteuerung, Modi, Regeln, Tipps, Tricks, Kämpfer und was, halt noch ein paar Extras und so. Spielsteuerung ist halt, ja, ich kann halt nochmal so schnell durchgehen halt, so. So, dann haben wir dann noch Modi und Regeln, Tipps und Tricks und dann noch was, wird noch was von den Kämpfern gesagt und dann haben wir noch ein paar kleine Extras. Aber wofür die Punkte sind? Na okay, die Punkte sind auf jeden Fall nur fürs Arms Depot. Mehr ist da nicht und dann und da kann man noch irgendwas, noch so kleine Geschenke noch gewinnen. Auf jeden Fall kann man dann noch Arms freischalten und so, aber das sind soweit irgendwie dieselben, die anderen Charakter haben. Das ist nur, könnte ich das sagen? Es ist so ähnlich wie bei Mario Kart DS, wenn du alle Karts freigeschaltet hast, kannst du zum Beispiel nur jetzt, was weiß ich, nimmt man jetzt in Mario Kart DS jetzt zum Beispiel Mario und man kann Luigis 0815 Staubsauger als Kart fahren oder Robs Kart oder so zum Beispiel. Halt so erwähnt. So, ja, gut. Nachdem man das gemacht haben, geht's los mit dem Grand Prix und wir fangen an mit dem guten Master Mommy und ja, es kann sein, dass ich mich privat richtig doof angestellt habe, aber 4 ist schon die Krönung. 4 ist schon richtig assig schwer, würde ich jetzt so von meiner Meinung heraus sagen. Also da ist schon etwas heftig, auf jeden Fall. Ich will nicht wissen, wie es bei 7 abgeht. Und, ja, fangen, ja, wie mache ich es? 2 war okay, manchmal ein bisschen zu leicht. Ab 3 war schon, ja, ha, ich weiß nicht. Kommt auf mein Niveau drauf an. Weil so krass bin ich jetzt auch nicht drauf, aber ich versuch's mal mit 3. Aber ich glaube, ich weiß nicht, wie ich es mache. Ich glaube, wird erstmal nur so ein bisschen Grand Prix gezeigt und danach muss ich überlegen, wie ich es mache, um das Let's Play noch ein bisschen am Laufen zu halten. Ne? Naja. Meine Damen und Herren, es wird sich gelohnt. Möge der Arms Grand Prix beginnen. Ich bin euer Kommentator Armadeus und werde euch über die Welt von Arms auf der Laufenden halten. Ja. Und da ist er. Von niemandem gruseln wir uns lieber als vom Master Mami, den Unsterblichen.
Master Mami war schon immer von Geheimnissen umgeben und von vielen Lagen, Meisterbaum, irgendwas. Doch eines steht fest, dieser Koloss lässt sich durch nichts von der Suche nach seiner Familie abbringen. Hobbys, Suche nach seiner Familie. Und nun ist es an der Zeit, das Fürsten zu lernen, denn der Abendsraumbrief beginnt. Irgendwie so ähnlich, ja. Erster Kampf. Ich werde mal doch lieber zur Sicherheit mal nur mit den einzelnen Joy-Cons mal spielen. Was für ein Kampf wird diese schaurige Gestalt liefern? Mann, mein Gott. Master Mami nimmt es mit den schleichenden Schatten auf Ninjara. An der Ninja-Akademie wird gelernt, wie man Tricks und Täuscht auf seine Gegner vor. Mann, warum ist das so schnell? Doch vielleicht wird Master Mami ihm noch eine Lektion erteilen. Ey, warum läuft denn das so schnell? Was ist das für ein Mist? Ja, okay, gut, weil wir uns nicht immer drüber aufregen hier. Megatonne, Feuermatik und let's go. Master Mami finde ich mir nämlich deswegen so gut, dass er in der, sag ich jetzt mal, Defensive noch sich noch etwas heilen kann. Das finde ich wenigstens gut. Ja, auch die NPCs müssen grappen. Das ist so richtige Pussys sind. Das ist so. Ich kann das grappen. Schon wieder! Mann, das ist so. Ah, Mann, ich könnte mich jedes Mal drüber aufregen. Auch wenn es jetzt nur Bots sind, aber trotzdem, das ist so. Ah. Wird zwar nicht so häufig gemacht, aber trotzdem. Ich komme darauf nicht klar, weil das mir übelst auf die Nerven geht. Dafür nehme ich jetzt meine Spezialtaktik hier auf die Fresse. Okay, es hat was gebraucht. Ja, grab nochmal. Du kannst halt einfach nichts. Mach ich das halt. Mach ich es halt nochmal. Nee, geht das. Nee, dann einzeln so. Na, ist jetzt mal was. Gut, vernichtet. Erste Runde schon mal gewonnen. Na, so muss das laufen. Auf jeden Fall. So, was nehme ich denn jetzt? Oder soll ich dabei bleiben? Da steht mal Feuersegler. Ja, gut, passt schon irgendwie, ne? Ja, so eine feige Sau, Alter, ne? Insider geht mal wieder raus. Wer es kennt. Ey, komm! Bist du denn nur total irgendwie, keine Ahnung. Kann der NPC gar nichts, oder was? Ja, schon, ey! Was ist denn das? Also ehrlich mal. Lächerlich, doch. Du kannst keine schon lang, aber mit doppelter Wucht. Jetzt reicht's mir. Das gibt's auf die Fresse. Ja, ist noch schön ausweichen und immer wieder nur grabben, ne? Mach ich's halt immer wieder, ne? Wie der NPC ist halt so will, ne? Richtige Muschi. Und dann greifst du normal an. Ja, das ist so richtig. Ja, ne. Ja, genau. Ja, genau. Gib's mir. Ja, ich stehe drauf. Geil. Wunderschön. Ey, du bist so eine dreckige. Nee. Unnötig. Unnötig. Einfach nur unnötig. Das war ja so richtig unverdient, aber übelst hart. Ey, das ist so. Nein, ich könnte mich wieder drüber aufregen, weil das so eine Scheiße ist. Übelst behindert, ehrlich mal. Ja, da mache ich so, ist mir jetzt zu doof gerade. Ja, fühl dich cool, willst du denn nur grappen, Alter? Ey, sorry, dass ich gerade übelst oft ausraste, aber das geht mir permanent auf die Nüsse. Es ist ehrlich so. Es ist zum Kotzen. Komm, mach ich's nochmal. Du stehst ja auch darauf gerne, immer darauf gegrappt zu werden. So. Gib da einen aufs Maul. Ja, wahrscheinlich. Der erste Part hier nur am Rumragen. Aber das ist. Boah, nee. Schon selbst bei der Global Test Punch muss ich mich schon fast zusammenreißen, ey. Das ist so. Ah! Aber zum Glück. Vernichtet! Danke. Okay, gut. Dann. Haben wir es soweit geschafft? Belassen wir es erstmal dabei. Und ja, im nächsten Part geht's mit dem Grand Prix weiter. Hoffentlich hat euch dieser erste Part gefallen. Und ich würde mal wieder sagen,
wenn es euch gefallen hat, ich glaube, das habe ich schon gerade eben gesagt, ja, das ist trotzdem so, ich wiederhole mich halt gerne, tut mir leid, aber ja, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, wenn ihr wollt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren, Social Media für einen kleinen YouTuber oder so, wenn ihr wollt, unten in die Kommentare und ja, wenn sonst nichts gibt, würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren Part von ARMS, bis zum nächsten Mal und ciao Leute, macht's gut, haut da rein.